Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf unserem Kosmetikvolles YouTube-Kanal. Ich bin Vanessa und heute zeige ich euch ein schnelles, aber immer noch sehr hilfreiches und informatives Pinselreinigungsvideo. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Was man dafür an sich braucht, ist natürlich dreckige Pinsel. Und ja, wie ihr sehen könnt, sehr dreckig. Ich habe Foundation da drin, Lidschatten da drin, also wirklich pigmentierte Sachen, die nicht ganz so einfach rauskommen manchmal. Was man noch braucht. Es gibt an sich zwei Arten Pinsel zu reinigen. Einmal die schnelle Variante und einmal die Variante, die ein bisschen länger dauert. Die schnelle Variante mag ich sehr gerne für so ein Oberflächensäuberung, sage ich jetzt mal. Auf jeden Fall mache ich das ganz gerne mit dem Revolution Pro Brush Shower Brush Cleansing Spray. Das ist so eine Sprühseife, die man einfach auf die Pinsel sprüht und dann auf ein Stück Küchenpapier einfach sauber macht. Und ja, das entfernt halt alle Pigmente aus dem Pinsel und ist auch antibakteriell, aber es ist halt keine Tiefenreinigung. Also ich zeige euch mal kurz hier. Also manchmal ist halt hier unten, wenn man flüssige Foundation nimmt, einfach auf den Pinsel drauf macht, ist halt manchmal hier unten noch Foundation drin, die man mit so einem Spray einfach nicht rausbekommt. Das Spray ist super gut für zwischendurch, sage ich jetzt mal, wenn man zum Beispiel nicht so viele Pinsel hat, aber trotzdem sich so ein bisschen aufwendigeres und farbigeres Augen-Make-up machen möchte, um Pinsel zwischendrin einfach mal zu reinigen, um dann halt eine neue Farbe benutzen kann, weil die Pinsel auch sehr schnell danach wieder trocken sind. Also man muss nicht lange warten, bis sie trocknen, sondern die sind wirklich innerhalb von einer Minute wieder trocken. Man kann die halt wieder verwenden. Ja, es ist halt einfach zwischendurch, man braucht dafür kein fließendes Wasser oder sonst irgendwas. Man kann es einfach am Platz machen, kurz drauf sprühen, sauber machen und fertig. Es ist trotzdem antibakteriell. Aber wie gesagt, manchmal braucht man auf jeden Fall eine Tiefenreinigung von den Pinseln. Und so eine Tiefenreinigung bekommt man am besten mit so einem Brush Soap hin. Also es ist wirklich so eine feste Seife. Ich habe jetzt hier die von Freedom. Die gibt es auch von Make-up Revolution. Die habe ich nur gerade nicht hier. Mache ich beide ganz gerne. Make-up Revolution ist auch eine super feste Seife. So sieht die halt aus. Einfach nur so ein ganz festes Stück Seife. Und damit kriegt man halt so eine Tiefenreinigung hin. Ich zeige euch, ich demonstriere das beides gleich einfach mal. Auf jeden Fall, das würde ich sagen, man sollte die Pinsel schon an sich so alle 2 Wochen, mindestens alle 4 Wochen sauber machen, weil irgendwann ist da halt so viel Bakterien drin in den Pinseln. Also man kann sich manchmal gar nicht vorstellen, wie viele Bakterien da eigentlich drin sind von der eigenen Haut, aber es ist schon recht viel und vor allem, wenn man merkt, okay, ich habe ein bisschen sensiblere Haut, ich kriege ab und zu mal Pickel und ein paar Unreinheiten, dann soll man die Pinsel noch öfter waschen, weil in den Pinselhaaren sind einfach viele Bakterien von der Haut drin. Deswegen würde ich sagen, man kann es halt schon mal so 2 Wochen auf jeden Fall mit dem Spray einfach machen, immer mal wieder, aber so einmal im Monat mindestens, würde ich halt sagen, mit so einer festen Pinselseife das einmal sauber machen. Und was man zu der Pinselseife sehr gut dazu benutzen kann, ist so ein kleiner Geheimtipp, den habe ich von einer Freundin erfahren letztens. Und zwar eine Haarmaske. Ich habe jetzt zum Beispiel hier die von Jaya. Das ist die Kashmir Proteins und Amanratöl Haarmaske. Einfach eine gute feuchtigkeitsspendende Maske. Und wie man diesen kleinen Tipp, sage ich jetzt mal, anwendet, zeige ich euch auch gleich in der Demo. Auf jeden Fall ist dieses hier super, um die Pinsel richtig schön geschmeidig und weich zu behalten. Aber ja, mehr dazu nachher. Ja, ich glaube, das war erstmal so die Grundlagen von dem, was man machen sollte. Also womit man die Pinsel waschen kann, zwei Arten. Einmal die Flüssigseife und einmal die feste Seife. Und wie oft man die auf jeden Fall waschen sollte. Mit der Flüssigseife und dem Spray demonstriere ich das einmal kurz mit den Pinseln hier. Also das finde ich alles dabei. Da ist ein Blushpinsel dabei, wo der Rouge dran ist. Dann sind auch so ein bisschen stärker pigmentierte Lidschatten hier dran. Und auch mein Concealerpinsel. Ja, das sind übrigens alles unsere Leni Brushes natürlich. Ich liebe unsere Leni Brushes, weil die einfach richtig schön weich sind. Die bleiben auch sehr lange sehr weich. Die halten ihre Form sehr schön und ja, meine Lieblingspinsel momentan auf jeden Fall. Ja, wie ich zeige euch das erstmal. Was ihr dafür braucht, ist Küchenrolle. Ich habe jetzt so einen mit so ein paar Mustern da drauf, ist aber eigentlich ganz egal, welche ihr da nimmt. Und ja, dann nimmt man halt erstmal ein Stück von der Küchenrolle und natürlich erstmal den einen Pinsel, den man halt sauber machen möchte. Ich nehme jetzt halt erstmal unseren LBF 11 Angled Cheek Pinsel, also meinen Blush Pinsel. Und dann nehme ich das Spray und das sprühe ich einfach so, ich würde sagen,
4-5 Mal ungefähr einfach auf die Pinselhaare vorne drauf, dass ich halt sehe, okay, die sind auf jeden Fall feucht. Und dann gehe ich hier in so kreisenden Bewegungen, wie ihr sie schon sehen könnt. Also da kommt schon sehr viel Produkt runter, in so kreisenden, aber sehr, sehr sanften Bewegungen hier rüber. Und das macht man einfach so lange, bis kein Produkt mehr vom Pinsel kommt. Es ist halt immer noch was dran, man muss ab und zu mal noch ein bisschen nachsprühen, vor allem bei so pigmentierteren Sachen wie Blush zum Beispiel. Und dann macht man halt einfach so lange weiter, bis kein Produkt mehr runterkommt. Und immer weiter in so kreisenden Bewegungen, aber immer noch sehr sanft und vorsichtig, dass man die Pinselhaare nicht kaputt macht. Und ich stütze das jetzt so ein bisschen so gegen meine Handfläche so gesehen ab, dass ich halt auch so ein bisschen Druck habe. Also irgendwas, wo ich halt gegendrücken kann, dass ich die Pinselhaare so ein bisschen so an dem Papier ausdrücken kann, so gesehen. So, und wie man sehen kann, wird das jetzt schon viel, viel weniger. Das ist einfach nur noch nass jetzt, sage ich jetzt mal. Also es kommt kein Produkt mehr runter. Also, oder es kommt fast kein Produkt mehr runter. Und wenn dann halt gar kein Produkt mehr runterkommt, so wie jetzt hier, ich zeige das mal, jetzt kommt halt gar nichts mehr runter, dann ist der Pinsel halt wieder sauber. Und wie man auch sehen kann, der ist halt wieder schön weiß und ist aber immer noch in Form. Der ist jetzt auch nicht komplett nass oder sowas. Man könnte jetzt noch eine Minute warten und den dann halt wieder benutzen. Und schon ist der erste Pinsel sauber. Ich zeige das auch mal kurz an einem Pinsel, den ich immer für Concealer benutze. Das ist eigentlich der LBF 15 Small Contour Pinsel. Aber ich mag den ganz gerne für meinen Concealer unter den Augen, weil er wirklich so in die kleinen Fältchen und sowas alles reinkommt. Und bei Foundation-Pinseln oder Concealer-Pinseln, wo so Creme-Produkte dran sind an sich, nehme ich immer so ein bisschen mehr Produkt. Und dann also da sprich ein bisschen mehr dran, weil so Creme-Produkte halt immer so ein bisschen härter sind rauszubekommen aus so Pinseln. Und dasselbe mache ich dann einfach nochmal mit dem hier. Und einfach nochmal so in kreisenden Bewegungen hier über das Küchenpapier. Und dabei bewege ich halt immer nochmal das Küchenpapier so, damit ich sehe, dass es auch wirklich sauber ist. Und nicht über, also ich gehe nicht immer über dieselben dreckigen Stellen rüber, sondern ich suche mir immer eine neue saubere Stelle, um darüber zu gehen. So, und wenn man das dann auch ein paar Mal gemacht hat, kann man hier sehen, der ist schon wieder schön weiß und sauber und auch direkt wieder einsatzbereit. Ich zeige das auch noch einmal kurz an einem Lidschattenpinsel, damit ihr sehen könnt, wie auch stark pigmentierte Produkte halt aus den Pinsel rausgehen. Das ist jetzt hier der LBE 13 Petite Crease Pinsel. Und dafür nehme ich jetzt mal ein neues Papiertuch, weil das alte halt schon so ein bisschen nass und dreckig ist. Und da halt wieder dasselbe Prinzip. So 4 Pumpstöße und ich drehe den Pinsel dabei, dass wirklich von allen Seiten das Spray an den Pinsel kommt. Dann mache ich wieder dasselbe, einfach erstmal auf der ersten Stelle kreisende Bewegungen und ich gehe halt immer weiter und mache so weiter, bis der Pinsel sauber ist. Und immer daran denken, schön sanft und vorsichtig dabei bleiben, dass die Pinsel auch wirklich schön die Form behalten und nicht irgendwie verformt werden. Ja, das hat jetzt zum Beispiel nur 2 so Pumpstöße gebraucht, so gesehen. Bis der Pinsel wieder komplett sauber ist und schön weiß ist und auch wieder in Form ist. Falls immer so ein bisschen außer Form sein sollte, kann man einfach so die Pinselhaare, wenn die noch so ein bisschen feucht sind, wieder so gesehen in Form bringen und so ein bisschen nach oben streichen. Aber ja. Und der ist halt jetzt auch schon wieder fertig, sage ich mal. Ich mache das jetzt mal an den anderen 3 Pinseln, die ich noch mit dem Spray sauber machen wollte und zeige euch gleich, wie die Pinsel halt sauber aussehen. So, und das sind jetzt halt wieder die Pinsel, die ich gerade schon mal sauber gemacht habe. Mit dem Spray, also wir sehen können, die sind wieder komplett strahlend weiß und könnte man jetzt wieder sofort benutzen. Und als nächstes zeige ich euch, wie man Pinsel mit der festen Seife sauber macht und auch wie man Beautyblender und allgemein so Make-up-Schwämme wie meinen dreckigen hier reinigt. Eigentlich ist der hellrosa, aber ja, ist eigentlich der von Nabla, aber der ist sehr dreckig. Und ich zeige euch jetzt, wie man die sauber macht. Als allererstes entschuldigt das Echo hier drin. Ich hoffe, das ist trotzdem in Ordnung. Auf jeden Fall, ich bin halt bei mir ins Badezimmer, wie man sehen kann. Als allererstes wollte ich zeigen, wie man den Make-up-Schwamm reinigt.
Dafür einfach so ein bisschen kaltes Wasser erstmal nass machen. Und dann nehme ich, wenn der wirklich sehr, sehr nass ist, die Seife und gehe einfach so ein bisschen da rein und ich gucke, dass ich wirklich so viel Seife aufnehme wie möglich und auch die schon mit der Spitze oben drin bin und mit allen Seiten einmal in die Seife so reingehe. Und dann kann man das ganz vorsichtig einmassieren und man sieht wirklich halt, wie viel Schmutz und Make-up da rauskommt. Und wir müssen dann nur aufpassen mit den Fingernägeln, dass ja nicht mit den Fingernägeln da reingeht, sondern immer nur mit der Handinnenfläche und der Fingerinnenfläche da so draus drückt, das ganze Make-up. Manchmal ist es ein bisschen hartnäckig, so wie hier oben. Es geht halt nicht immer alles komplett raus, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, Make-up, die Pigmente, die können einfach manchmal haften bleiben in den Stoffen, also in dem Stoff jetzt von dem Make-up-Schwamm oder aber auch in den Pinselhaaren. So, und wenn ich sehe, dass eigentlich fast nur noch so weiße Seife, weißer Schaum rauskommt, dann ist eigentlich immer Zeit, den auszuspülen. Und den Make-up-Schwamm würde ich halt öfter sauber machen als die Pinsel. Den würde ich halt wirklich so nach jedem Gebrauch oder jeden zweiten Gebrauch eigentlich sauber machen. Und dann kann man den einfach ganz einfach unter fließendem Wasser ausspülen und ausbringen, solange bis kein Schaum mehr rauskommt. So, und wie man sehen kann, ist der wieder sehr schön sauber. Das hat die ganze Spitze hier oben ist nicht ganz perfekt sauber geworden, aber der Rest ist wirklich wieder richtig schön sauber. Und den lege ich einfach an die Seite auf ein Handtuch, was ich hier schon hingelegt habe. So, und machen wir mal weiter mit einem von den Foundation-Pinseln. Das ist jetzt der LBF 14, wie man sehen kann, viel Foundation drin. Und bei dem mache ich das an sich genauso. Also ich mache erstmal die Härchen hier vorne nass. Und ich schaue, dass ich da halt nicht weiter als hier bis zu dem Metallstück gehe, sogar noch ein bisschen drunter, damit ich nur die Härchen, die Spitzen vorne nass mache. Weil wenn man das bis hier oben komplett nass macht, dann, so wie ich jetzt gerade zum Beispiel, muss man aufpassen, also man muss vorsichtig sein, weil dann kann sich der Kleber da drin lösen. Da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein. So, dann gehe ich mit dem nochmal so ein bisschen in die Seife, dass ich halt Seife aufgenommen habe auf den Pinsel. Und wenn ich ein bisschen Seife am Pinsel habe, nehme ich mir sowas hier. Das ist so ein Make-up Reinigungspad, sage ich jetzt, so ein Pinselreinigungspad von Essence. Das gibt es auch bei uns im Online-Shop. Und das hat ja so kleine Silikonnoppen und die sind halt gut, um so ein bisschen das Tiefere vom Pinsel reinzugehen. Da gehe ich einfach so kreisende Bewegungen, sehr sanft immer noch, man muss nicht viel drücken. Einfach hier rüber und mache das so lange, bis ich sehe, bis der Pinsel wieder sauber ist. Ab und zu drücke ich die Seife nochmal so ein bisschen aus, um zu sehen, okay, wie viel kommt da raus, wie sieht der Pinsel aus, ist der schon weiß vorne oder ist der noch voller Foundation? Der Foundation-Pinsel dauert das allgemein halt immer so ein bisschen länger. So, und wenn ich dann denke, dass der Pinsel einigermaßen sauber ist und das meiste raus ist, mache ich das Wasser wieder ganz langsam an. Dann gehe ich wieder hier, während das Wasser läuft, nur kreisen bewegen drüber und gucke, dass wirklich die ganze Seite wieder rausgeht aus dem Pinsel. Und wenn manchmal noch so ein bisschen Foundation da drin ist, wie man sieht, wie gesagt, Foundation ist manchmal so ein bisschen hartnäckiger, gehe ich einfach nochmal in die Seife. Und nehme noch mal ein bisschen mehr auf. Und dann mache ich dasselbe noch mal hier mit dem Reinigungspad. So, um den Pinsel nicht ganz so komplett nass dahin zu legen, bringe ich den immer so ein bisschen aus, dass das restliche Wasser hier vorne so ein bisschen rauskommt. Und so kann man auch schon mal so ein bisschen wieder formen, dass er in der richtigen Form wird, antrocknet. Und dann lege ich den halt auch auf das vorbereitete Handtuch. Ich zeige euch das jetzt auch nochmal mit einem Lidschattenpinsel. Das ist der LB08 Fluffy Crease. Wie man sehen kann, der ist halt sehr voll mit braunem Lidschatten. Den mache ich auch wieder nass, aber halt wieder vorne nur die Pinselspitze so gesehen. Dann gehe ich wieder in die Seife, nehme so ein bisschen Seife auf und dann wieder auf dieses Reinigungspad und da wieder ganz vorsichtig in so kreisenden Bewegungen. Überhaupt, man muss, wie gesagt, gar nicht aufdrücken oder sonst irgendwas, einfach nur sehr, sehr sanft darüber gehen. Und das mache ich dann wieder alles sauber mit fließendem Wasser, dass auch wirklich alles
an Seife aus dem Pinsel rausgeht. So, und dann kommen wir jetzt zu dem Spezialtipp. Und dafür leg kurz den Pinsel zur Seite und nimm die Haarmaske. Um dem Pinsel nochmal so ein bisschen Feuchtigkeit wiederzugeben, dass der nicht so trocken und kratzig wird am Auge, gehe ich ganz, ganz vorsichtig in so ein ganz bisschen von der Haarmaske rein. Und das arbeite ich auch so ein ganz, ganz kleines bisschen vorsichtig so ein bisschen in die Pinselhaare ein mit dem Pinselreiniger-Pad. Und lasse es halt dadurch auch so ein ganz bisschen einziehen. Und was das macht, also es ist, wie gesagt, es schwemmt halt Feuchtigkeit den Pinselhaaren, auch wenn das halt keine Haare sind, die wachsen an sich. Feuchtigkeit ist halt trotzdem sehr, sehr wichtig für die Haare, damit die halt nicht kratzig werden und richtig schön weich bleiben, auch über Jahre hinweg. Also an sich, Make-up-Pinsel muss man halt sehr selten nachkaufen. Die halten wirklich über Jahre lang. Und damit die halt so richtig schön weich bleiben über die ganzen Jahre, muss man aber ab und zu mal so ein bisschen pflegen. Man muss das nicht jedes Mal machen, aber ich finde es immer ganz schön, wenn ich eh schon dabei bin, die Pinsel zu waschen, die noch ein bisschen zu pflegen. Und das spüle ich dann halt auch wieder mit dem fließenden Wasser aus. Und die Pinsel sind danach wieder super weich und die bleiben halt auch richtig schön in Form, wenn die halt so viel Feuchtigkeit haben. Also das ist nicht so, dass irgendwie so die Pinsel so auseinandergehen, sondern die bleiben halt richtig schön zusammen. Und ich drücke auch wieder nochmal so ein bisschen das restliche Wasser aus nach vorne hin. Und ja, dann ist der Pinsel halt auch schon wieder fertig. Und so sehen dann die sauberen Pinsel aus. Sind das also auch nass? Ich würde die jetzt über Nacht trocknen lassen und am nächsten Morgen kann man die ganz einfach wie gewohnt wieder verwenden. So, und das wäre es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch so ein paar Tipps und Tricks verraten, wie man die Pinsel am besten reinigen kann und auch die Make-up-Schwämme. Ja, auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und wenn ihr noch mehr von uns sehen möchtet, dann abonniert gerne unseren Kanal. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr eure Pinsel reinigt oder wann ihr eure Pinsel reinigt, weil ich weiß, dass ich versuche, meine Timeline einzuhalten von den einmal im Monat. Also meistens schaffe ich das auch, aber manchmal wird es schon so ein bisschen knapp und ich merke auch manchmal wirklich, dass meine Haut schlechter wird dadurch, also... Ich merke es und ich muss es öfter machen eigentlich, aber ja. Sag mal bitte, wie oft ihr eure Pinsel ungefähr wascht im Monat. Weil ich weiß, dass ein paar von meinen Freundinnen das viel zu selten machen eigentlich. Aber ja, auf jeden Fall verlinke ich euch alle Produkte, die ich heute benutzt habe. Und alles, was ihr zum Pinselreinigen braucht, in der Infobox. Genauso wie unseren Online-Shop und all unsere Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und sowas alles. Und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Video.